Good evening, Austria, and welcome everybody to Graz. Was für eine Party in der Grazer Stadthalle. Schon von Beginn an machen die Euroskills-Teams und die Fans aus ganz Europa bei der Schlusszeremonie gewaltig Stimmung. Sie sind gekommen, um die Ernte einzufahren, nach 3 Tagen harter Arbeit und Höchstleistungen bei den Competitions. Das hat keinen kalt gelassen, keine kalt gelassen. Jetzt drücken wir euch die Daumen für die Award-Ceremony auf, dass auch wirklich viele Medaillen nach Hause geholt werden. Ganz große Begeisterung, wie wunderbar diese Veranstaltung organisiert war. Ich kann nur sagen, Hochachtung und Respekt. Und wir alle hoffen natürlich, dass sich im Lehrberuf da einiges tun wird. Wir haben uns von unserer schönsten Seite gezeigt. Also ich hoffe, dass hier viele als Botschafterinnen und Botschafter wieder in ihre Heimatländer gehen und als Urlauber wieder einmal zurückkommen werden. Aber jetzt sind sie ja alle noch da. Und bevor der Medaillenregen beginnt, gibt es noch dickes Lob von der WorldSkills Europe-Präsidentin. The will to win, the desire to succeed and the urge to reach your full potential. That all made this competition a real success story. Europe and Austria can be proud tonight. Dann geht es los mit der eigentlichen Siegerehrung und die Stadthalle wird buchstäblich zum Hexenkessel. Alle Siegerinnen und Sieger werden frenetisch gefeiert, auf den Tribünen ein Meer aus Fahnen und dazu eine Geräuschkulisse, die jeder Fußball-EM alle Ehre machen würde. Ich kann es nicht beschreiben im Moment. Es ist einfach nur schön. Die ganze Arbeit hat sich gelohnt. Oh, so many emotions. It was the most important thing in my life. Wow. Elda Sedametov and Vladislav Dubanov. Russian Federation. Russland gewinnt am Ende mit knappem Vorsprung die Medaillenwertung und mit dem Robotik-Team auch den Titel Best in Europe. Doch auch für das Team Austria wird die erste Berufseuropameisterschaft im eigenen Land zum Triumphzug. 26 Medaillen in den offiziellen Competitions, 11 davon in Gold, dazu 7 weitere in den Präsentationsbewerben. Das ist neuer Rekord für die rot-weiß-roten Young Professionals. Ich bin einfach sprachlos, ich kann gar nichts sagen zur Zeit. Es war einfach, hätte ich mir nie gedacht, dass es wirklich die Goldene wird, aber jetzt bin ich einfach nur froh, dass es so ist. Komplett unerwartet, also dass wir gewinnen, war ja, für uns beide gerade voll ein Schock, positiv halt. Ich fühle mich einfach nur so erleichtert, so glücklich, dass wir es geschafft haben und dann noch mit Gold. Das ist einfach unglaublich. Ich bin so dankbar für alle, die was mir dabei unterstützt haben, bei meiner Firma, beim Team Österreich und natürlich bei meiner ganzen Familie. Also ich bin riesenfreit. Nein, ist unbeschreiblich. Ich kann nur rehren, ich kann die ganze Zeit rehren. Es ist ein Wahnsinn, das ist schon immer mein Zug gewesen. Und jetzt, dass sie das endlich haben, das ist ein Traum. I want to tell you that I'm highly impressed. You can be assured that not only all your supporters here, your families are proud of you, your companies, but it is all your countries that are proud of you. For the success you have done, you can create the future and you can solve the big problems of this world. And therefore, you are so important, not only for Austria, but you are important for Europe. Zum Abschluss dann noch die traditionelle Fahnenübergabe, diesmal an St. Petersburg, wo die Euroskills 2023 ausgetragen werden. Und dann gehen die Euroskills 2021 in Graz offiziell zu Ende. The last days felt like a dream. You have rocked Euroskills. You are the stars and every one of you stands for the spirit of Euroskills. Thank you to each one of you who made this event possible
and has worked so hard to make our dream come true. Wir sind echt so richtig, richtig happy. Großartig gelungen, viele Menschen da gewesen, eines haben wir erreicht, jetzt wissen ganz viele Menschen, was Euroskills wirklich ist. Ich kann nur eines sagen, Hashtag We Are Skills. Thank you so much and see you in St. Petersburg.